Oh mein Gott, ist das etwa die JBL Extreme, Alter? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Opening. Wer hätte es gedacht? Ja, meine Freunde. ja, Leute, die neue JBL Extreme. Ich sag jetzt mal nicht, ob ich sie selber gekauft habe oder nicht. Ja. Man munkelt, ja. ich würde sagen, nicht lang schlagen Kopf in den Nacken. Packen die einfach mal aus. Und let's go, ne? Ja. Dann so, also, wir machen hier, genau. Wir haben hier ungeöffnet, ja. Also wir haben dazu gefunden. Man munkelt. wir haben dazu noch was geschenkt bekommen. Auch von JBL, mega gut. Und zwar JBL Reflect Kontur. Ja? Kopfhörer. Genau, das sind die Bluetooth-Kopfhörer, die du dir direkt ums Ohr machen kannst. Hier nochmal als Bild. Genau. So, genau. Ich würde sagen, wir machen die erstmal auf. So. Lecker. Okay. Okay, ich mache auf. Warte, ich hab JBL auf meinem Gesicht. Ja, Digga. So. Wir werden da hinten mal angestarrt vom Mensch. Ja. Weil ich wollte jetzt. Ne, die wollen nicht lang. Okay. Okay, so. Offen. Ich weiß genau, ich falsche Seite mal. Also, was läuft da hinten bei dem? Okay, also wir haben hier mal ein geiles Holi Festival. Ja. Krasses Bild auf jeden Fall, richtig gut gemacht von JBL. Achso, ich habe gar nicht gesagt, wer da alles dabei ist. Lata Boss, liebe Benji, hinter der Kamera haben wir den lieben Magic Luke und ganz hinten den lieben Filzer Juju. Hallo auch an euch. So, dann geht's erstmal weiter. Ne? Oh. Dann öffnen wir mal hier, ja, doppelt dreifache Sicherung. Ich würde sagen, sobald wir das hier anheben, sehen wir die Box. Digga, so ist der Trommelwirbel. Bruh. Okay. Leute, guckt euch das. Die Box ist aber nicht da. Nein, doch, die Box ist da. Sie ist einfach nur eingehüllt. Digga, okay, das war's. Tschüss, wir sind weg. Das war's so. Okay, gut, hier haben wir wahrscheinlich das Aufladekabel, würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Dass wir direkt eine Steckdose machen können, wenn wir den Akku nicht laufen lassen wollen. Das ist ein amerikanischer Stecker. Nein, ist für die Amis. Würde ich sagen, nein, oder? Das ist Britannien. Ja, siehst du, groß. Dann haben wir wahrscheinlich auch für Amerika und andere Länder. Amis haben genau das gleiche wie wir. Oder das gleiche wie wir. Nein. Die haben andere. Die haben zwei Stecker, glaube ich. Aber ist jetzt auch nicht. Aber genau das. Wir Deutschen haben keine zwei Stecker, wir haben 17. Oh, no. Okay, also wie auch beim letzten Video, wie bei den Sky Candy Kopfhörern. Genau, das hier ist der Akku, den wir auch. Genau, das gehört dazu. Das gehört dazu. Und wie auch bei den Sky Candy Kopfhörern haben wir hier auch natürlich eine Bedienungsanleitung, meine Freunde. PDF unten in der Beschreibung. Genau, PDF. Genau, PDF unten in der Beschreibung. Hast du beim letzten Video nicht drin? Ich sag's trotzdem aus Prinzip. Genau, weil muss ja. Oh! Ich fällt alles raus! Sagt sie auch ganz oft. Der muss schießen. Er fällt ganz oft raus. Der muss schießen. Jetzt müssen wir einen Cut einfügen. Ja. So. Ein kleines Piepen. Ja, dezentes Piepen von einem letzten Video. Bitte einmal gerade rein, ja? Einfach gerade rein. Das steckt ja. Das soll ich zum ersten Mal, ne? Ja, nee, ich mach's. Ja, okay, ja. Die Hülle hat nicht angehalten. Das war's immer wieder. Das war's immer wieder. Wir öffnen Dinge. Wir öffnen Dinge mit SpongeBob. Das ist ein bisschen gut, ja. Wir öffnen Dinge mit Benji. Wisst ihr, was ich meine? Nein. Warte, wie war das in dem letzten Vlog, den du hochgeladen hast mit dem Teil 1, wo wir draußen waren? Ja, wo du es auf einmal angefangen hast zu kriegen. Was? So, Real Life Videos mit Magic Loop, Beach, Octopus, Banky, Computer. Das war was. Okay, ich nehme es. Okay.
Oh. Ah, es ist wie ein Kind, der in der Hand zu haben, ja. Es ist einfach wie ein Kind. Hier nehme ich ab. Vorsicht, Vorsicht. Okay, meine Freunde, da haben wir es auch ausgepackt. Okay, das J-L-Extreme. War's dann wieder und tschüss. Extreme. So, den nächsten Teil könnt ihr bei den lieben Menschen sehen. Nein, Mann, wird's. Letzter Joke, Mann. Okay. Okay, gut. Heftiges Pack aufnehmen. Alter, ist das heftig. Okay, Leute. Aber Tarantabor, zeig uns doch mal die Box. Okay. Okay. Das war's. Teaser mal, ja. Hast du den Grund? Ja, gut. Obwohl, schon ist ja noch was. Okay. Der liebe Benji darf das öffnen. Ah, interessanter ist ja das hier. Ja, ja, warte. Wir machen das noch viel spannender. Ah, genau. Als erstes das kommt das hier. Den Grund aus. Okay, meine Freunde, hier haben wir natürlich... Kein Mensch, wie ein Grund aussieht. Meine Freunde, da ist er. Den JBL Gurt, original. Warte, ich verpackt. Mach das. Ich mach hier. Eieiei. Frage. Rübergezogen. Und Musik kann starten. So, das war's auch mit dem Gurt, ne? Und so. Danke dafür, Herr Blani. So, da ist das geile Ding. That was she said. Gönnt euch diesen Shit. Ja, gönnt euch diesen heftigsten, krassen Shit, Mann. Den heftigsten, alle heftigen Shits. Das ist, ja, ist ganz geil. Du kannst dein Handy aufladen. So, genau, wir haben ja auch, wie ich gerade gehört habe, eine Powerbank damit drin wahrscheinlich, ne? So eine Art. Jo, das finde ich mega nice. Kannst du einfach... Ich meine, überlegt euch mal, wie krass das ist. Ihr spielt Musik über das Ding her und könnt aber nebenbei euer Handy über diese Lautsprecher aufladen. Digga, was? Was ist das für ein Feature? Ja? Ja, ich guck gerade hier, ist alles soweit. Wie weit ist denn das wasserdicht? Jeder einzelne JBL Extreme ist komplett wasserdicht. Also natürlich nur und also das steht alles in der Bedienungsanleitung. Alles klar. Wo ich sagen würde, ihr solltet es nicht im Mittelmeer versenken. Ach, Alter. Also du kannst es nur zwischen einer bestimmten Zeit unter Wasser lassen. Naja, es ist regenfest, sagen wir es so. Ja, Regen. Der Sound da. So, ich mach die dann mal. Die hat sich verbunden. Ich mach den Code. Mit wem auch immer? Nee, sie verbindet gerade. Ah, sie braucht jemanden. Warte. So. Nein, gerade. Gerade. Obwohl die dreht sich ja eh. So, meine Freunde. Da ist der Gurt auch schon dran. Vielleicht den brauchen wir nicht mehr. Tschüss. Augen. So, dann hol was. Hat Mutter 22er Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Papa, wieso heißt es eigentlich 20er Chicken Nuggets? 22 Chicken Nuggets. So, Leute, dann verbinde ich mich mal mit der guten JBL-Box. Der liebe Magic Luke hat nämlich auch eine JBL-Box, aber allerdings eine nur... Kleine. Clip 2, ja. Aber auch eine JBL und das heißt. Aber es ist trotzdem gut. Geiler gut. Sound. Also selbst bei der Clip 2. So. Und jetzt lese ich mir Spaß. So, da guck mal. Da haben wir hier einmal JBL Extreme. Oh mein Gott, ich verbinde mich jetzt. Okay, einfach. Da hat das Freund schon zu viel. Connected! Alter. Ja. Achso, ich hab Chip. Nee, hier. Also guckt euch das an. Die Bedienungsanleitung nochmal. Teil Nummer 1. Teil Nummer 2. Ich hab einfach auch aufgedrückt. Teil Nummer 3. Und Teil Nummer 4. 4 Bedienungsanleitungen. Viel Spaß. Nehmen wir uns mal wieder den Bella Ciao Song. Dann sind wir wieder. Ja, nach dem kurzen Hintergrund, aber kein. Das hindert uns nicht, die geile JBL Box auszuprobieren. Musikwiedergabe bis zu 15 Stunden, je nach Lautstärke. Stunden. Je nach Lautstärke und Audioinhalten. Also das heißt, wenn es ab 18 ist, ist das Ding nur für eine Stunde verfügbar. Ja, okay. Gewicht 2,112 Kilo. Genau, okay. Okay, Achtung. Alter. Ich mache an. Nee, du musst es auch an. Du musst auch an. Ja, chill. Partigiano.
Hält euch diesen Bass. Du kannst es senkrecht hinstellen. Was hier hast du alles drauf. Hier hast du alles drauf, was du halt in der Box hast. Lautsprecher und so, den Gurt. Ja. Okay, ich würde also sagen, hier steht nicht. In dem Video kommt der. Jo Leute, ich bin's an der Stelle. An der Stelle wurde das Video gecuttet, aus irgendeinem mir nicht erklärbaren Grund. Keine Ahnung. I don't know. Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, mich auf jeden Fall dafür bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Mir hat es auf jeden Fall an dem Tag mega Spaß gemacht mit den Jungs. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, also, naja gut, Openings jetzt nicht so, aber vielleicht so Vlogs oder so, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Alles mögliche Musik, die ich im Video habe, Equipment, das ich jetzt hier drin hatte, das packe ich jetzt zum Beispiel auch unten in die Videobeschreibung. Und die Jungs sind alle unten verlinkt, hauptsächlich Instagram-Accounts. Der Rest findet ihr hier auf der Seite, da auf der i-Seite. Und wenn es jetzt, ich hoffe, es ist nicht gespiegelt, ja, das wäre halt so mad. Und wie auch immer. Wie gesagt, das hat mir wie immer Spaß gemacht. Guckt auf jeden Fall bei den Boys vorbei, die machen coolen Stuff. Also wie gesagt, YouTube ist ja bei mir auf dem Kanal bei. Wo ich übrigens auch sehr froh drüber bin, weil es ist mein bester Freund. Und ja, was ich sagen wollte, Vinci macht ein bisschen Let's Play Stizzle und Magic Luke macht Kartentricks. Dürft auf jeden Fall da auch mal vorbei. Das macht er auch sehr gut. Ich würde sagen, abonniert, wenn ihr das nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke. Liken, wenn ihr das wollt. Ihr könnt auch disliken. Aber wäre halt immer schon cool, wenn man auch eine konstruktive Kritik da lassen würde, damit man weiß, was man kann man besser machen, was ist scheiße gelaufen. Ja? Weil jetzt in dem Fall zwei negative Aspekte. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein, habt noch einen schönen Tag und ciao.